Eck. Weil ich nur so. So blockierend. Ja. Mir lacht es an. Alles andere ist eigentlich blöd. Warte. Hey. Wir haben es Ende Oktober. Herzlich willkommen zu der Tour. Wir gehen heute auf den Solarkopf über den Klettersteig. Schwierigkeitsgrad D, aber häufig C. Mit dabei vorne Ruben, Clarissa, David. Und wir starten in der Lüner Seebahn. Wir wollen aber hochlaufen. Hier gleich rechts geht so ein böser Tritt. Und wir wollen, wie heißt der Weg, den wir hoch wollen? Der alte Arbeiterweg. Alte Arbeiterweg, ja. Eigentlich nicht eigentlich Sport, aber. Also unter ist ein Schild, dass Steinschlag gefährdet ist der Weg, dass man nicht gehen soll. Also deshalb bitte ihren eigene Verantwortung. Wenn man jetzt hier hochkommt, kann man sich gleich links halten, weil da sieht man jetzt den Weg, der geht da rüber. Wir gehen aber noch kurz hoch zum Lüner See. Ist gleich da oben mit dem Staudamm. Ist immer Highlight. Hinter uns jetzt der Lüner See. Von dort steht 1,5 Stunden angeschrieben zum Einstieg vom Klettersteig. Wir sind in der Sonne angekommen. Das hier ist Simba. Das Matterhorn vom Montafon. Ja, das zieht sich extrem dann ums Eck. Vielleicht nur so links. Aber es zieht sich. Wir sehen jetzt den Einstieg. Da oben, wenn man am Gipfel runter guckt, ist da der Einstieg. Da blitzt die Tafel. Aber es zieht sich immer noch, wenn man hier ums Eck kommt. Also, wie lange haben wir jetzt gebraucht? 2 Stunden 40 und 50 Minuten auf zum Lüner See. In dem Fall dann 1 Stunde 50 hierher. Was ist Sprengstunde? Mit Pause. Ja, mit Pause, ja. 1,5 Sprengstunde. Ja, also, warten wir in der Zeitangabe. Hier ist der Einstieg. Auch noch so linkslange Querung und dann kommt gleich der Überhang, die Schlüsselstelle der Tour mit D. Das ist blockierend. Ja. Ah, wenn du die Unwohl fühlst. Jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt kommt hier der Überhang. Ja, der Überhang ist unter eigentlich hauptsächlich, oben schon wieder flacher. Aber ja, das ist schon das Testpiece hier auf dem Klettersteig. Also ich gehe mal hoch. Ja, wenn man so drinnen mit langer Arme, dann fühlt sich schon ein Überhang an. Das hätte ich jetzt auch so gemacht. Ja, easy sieht das ja aus hier unter, oder? Also im unteren Teil ist es ein bisschen kräftig und dann wird es besser. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, so was Steiles finde ich schon geiler wie so. Habt ihr gemischt die Gefühle? Platte Schleife wie gestern. Gut, ich finde die Abwechslung mal.
Ah, hier ist schon wieder deutlich leichter. Boah, die Enttäuschung ist anders gut. Ja, was richtig cool ist, dass man ziemlich viel Struktur halten kann. Ja. Das macht mir Spaß. Also gefällt mir viel besser als Fallbachwand gestern. Schöner, gell? Ja. Coole Struktur im Fels. Mehr Kletterei, gell? Sonne, wo hier scheint. Ja, die Sonne auch. Silvretta fällt die auf. Silvretta fällt die auf. Du bist ehrgeizig und versucht es nur mit Struktur. Welche Tür? Wir lachen das an. Ja, mal leichter. Kann man gut ohne Seil machen. Der Lüner See. Der Notausstieg. Hier sieht man nicht, dass so ein Staudamm ist. Ah. Aber so richtig reinscheinen tut die Sonne auch nicht. Nee, ich bewölke gerade. Also, der Notausstieg war jetzt 2300 Höhenmeter, 2,5 hat der Gipfel. Jetzt sind wir bei 2,350. Haben noch ein bisschen was. So, weiter geht's. Pause beendet. Können wir jetzt eigentlich an, oder? Ja. Schön. Endspurt. Jetzt schon 60 Kilometer. Ich kann nicht mehr. 60. Ausstieg vom Klettersteig. Ja, jetzt kann man direkt wieder hier absteigen und auf die Gipfel. Ja, das Gipfel gehen wir auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube nicht mehr. Der Klettersteig muss einfach auf dem Gipfel rauskommen, oder? Ja.
Alles andere ist eigentlich blöd. Ah. Oh, geil. Na, geil. Warte. Oh, meine Geil. Cool. 4 Stunden und 20 Minuten rum. Es zieht hier ziemlich, Sonne ist weg. Ja, genau. Stunde, eineinhalb Stunden für den Klettersteig. Oh, jetzt geht's wieder runter. Abstieg. Aber der Abstieg vom Saulakopf. Jetzt gehen wir am Saulajoch ziemlich geradeaus. Gehen wir rüber zum Lüner See. Und dann kommen wir wieder direkt runter. Ich habe noch nie gelaufen hier. Hallo. Aber ich finde es cool, weil es auch nicht so geröllig ist hier, oder? Wir sind wieder an der Lüner Seebahn hinter uns. Haben jetzt braucht 7 Stunden 20. Haben aber auch sicherlich eine Stunde Pause drin. Naja, wir haben jetzt sind 650 geschafft. Ja. 1250 Höhenmeter, knapp 10 Kilometer. Und coole Tour, cooler Steig. Ich fand es richtig cool, weil man viel außerhalb vom Stahlseil klettern konnte. Und vom Schwierigkeitsgrad CD passt es, finde ich, schon einmal die Stelle. Aber ich finde insgesamt schon auch hauptsächlich steiler, aber das ist genau das, was man ja wollte, dem Klettersteig.